Hallo, grüße euch. Ich bin der Pitt und liebe Grüße wie immer aus dem schönen Paraguay. Heute sind wir bei uns wieder auf der Granja. Könnt sehen, schöne Überdachung. Vor allem natürlich sehr viele Fragen wieder. Vielen, vielen Dank an euch. Aber es geht heute um was? Ums Geld. Also bleibt dran, heute sprechen wir, wie viel Geld brauchen wir für die Einwanderung. Das stellt die immer wieder die Frage. Sehr interessante Antworten, hoffe ich. Bleibt dran. So, also ich habe mir einfach überlegt, vielleicht zwei Teile, vielleicht drei Teile, zu machen, Videos zu drehen, weil das wirklich ein Thema ist, wo man wirklich ein Buch drüber schreiben kann. Aber in diesem ersten Abschnitt erzähle ich euch einfach eine realistische Geschichte von 0 bis 50.000 Euro. Also im Prinzip 0 Euro könnt ihr gleich vergessen. Also Leute, wenn ihr meint, nach Paraguay auszuwandern, ohne Geld, ich bin mir 100% sicher, die Leute können sich jetzt komplett verabschieden und auf andere Kanäle schalten. Aber jetzt im Ernst. Sprechen wir mal logischerweise die oder diejenigen von euch, die bis 50.000 Euro, was relativ realistisch ist, um auszuwandern. Ist etwas wenig. Ihr müsst im Prinzip den Flug schon mal rechnen. Ja? Also ihr müsst erstmal nach Paraguay kommen. Was rechnet ihr mal? So um die 1.000 Euro pro Person, denke ich mir, ist eher realistisch. Dann kommt ihr an, okay. Was braucht ihr vorher? Ihr braucht natürlich auch die Dokumente bzw. Vorbereitungen für die Dokumente, die ihr in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz oder wie immer ihr seid, machen müsst. Das kostet auch Geld, da muss jeder für sich seine kleine Rechnung machen. Okay? So, dann kommt ihr nach Paraguay und braucht ihr natürlich, was braucht ihr? Unterkunft, richtig. Also die Unterkunft könnt ihr gerne natürlich bei uns machen. Wir haben zwei bescheidene, aber nette Zimmer. Schön, ganz ruhig, aber zentral gelegen am Stadtrand von Piribebuy. Es gibt natürlich auch andere Seiten wie Booking, da könnt jeder von euch, da könnt ihr reinschauen. Okay, es kostet auch Geld. Die zweite Sache ist ein Mietwagen bzw. ein Autokauf. Gut, also Mietwagen könnt ihr wahrscheinlich vergessen, weil die liegen im Bereich 40, 50, 60 bis 100 Euro, natürlich über 100 Euro auch pro Tag. Ja, die Mietwagen sind sehr teuer, auf jeden Fall teurer als in Westeuropa, zumindest in Deutschland. Was ich zuletzt war, war ich für, ich glaube, 18 Euro, also ganz nette Peugeot, glaube ich, geliehen, so Mittelklasse. Also es war voll in Ordnung. Hier ist fast das Doppelte, wenn nicht mehr. Dann die meisten von euch brauchen natürlich einen Wagen. Die Gebrauchtwagen sind auch teuer. Es gibt so gut wie kein TÜV in Paraguay. Man kann ja auch ein Buch drüber schreiben, es gibt natürlich etwas TÜV, wenn ich so sagen darf, in Asunción, aber hier auf dem Dorf kümmert es kein, also es gibt kein TÜV. Okay. Deshalb die Gebrauchtwagen sind relativ teuer. Also müsst ihr schon bis 10, 15, 20.000 Euro für einen Gebrauchtwagen rechnen und das ist schon sehr viel Geld. Klar, ihr kriegt ja auch für 5.000 oder 4.000, aber das sind Autos, die 20, 30 Jahre alt sind und die vielleicht, nachdem ihr euch mal angeschaut habt, die Wagen, gehen kaputt. Also ihr braucht wieder Geld für die Reparaturen. So, also wenn man alles zusammennimmt, sind wir schon sicherlich bei 20.000, 30.000 Euro und es bleibt wirklich wenig übrig. Also Grundstücke sind auch gestiegen. Ihr könnt Grundstücke kaufen auf Raten, das geht. Die Raten bewegen sich so um die 100 Euro, also sind relativ niedrig.
aber ihr baut natürlich auf dem Grundstück, ähnlich wie in Deutschland, was euch ja nicht gehört. Die zweite Geschichte ist, es gibt sehr viele Grundstücke. Ich sage mal 70-80% Grundstücke, die nicht die richtigen Dokumente haben. Und das ist das größte Problem. Das heißt, ihr schmeißt das Geld raus für Grundstück, was überhaupt später nicht euch gehört. Und da liegen halt die größten Probleme. Also bitte denken und aufpassen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Bevor ihr irgendwelche Gelder ausgibt für Grundstücke, die keinen Titel, keinen Eigentumsnachweis haben, macht das lieber nicht. Geht lieber zu Miete. Weil das Geld wird sowieso für das Grundstück bzw. für den Hausbau fehlen. Okay? Also wenn Grundstücke teuer sind und ihr habt ja kein Geld, was macht man da? Also das Einzige, was euch bleibt, ist natürlich eine Miete. Okay, in dem Bereich Pirebebrühl kann man dann schon für 300, 350, 400 Euro ein Haus mieten. Es muss man gucken, manche sind nicht möbliert. Genau. deshalb ist das auch so kleine Hindernisse in Anführungszeichen, aber das kann man noch irgendwie ausgleichen. Also man kann Häuser suchen, die wirklich Möbel haben und halt gut ausgestattet sind. Also da glaube ich, ist es noch machbar. Und da im Bereich, wenn ihr sagen wir 400 Euro ausgibt und rechnet dann aufs Jahr über, sind das schon 5000 Euro, die halt weg sind. Also ihr braucht auf jeden Fall Arbeit. Das ist schon mal das A und O. Die Häuser, die kosten auch um 400, 500, 600 Euro die Quadratmeter, wenn ihr natürlich eine gute, anständige Qualität haben wollt. Ja? Und keine Häuser, die Feuchtigkeit aufweisen, in die nach einem Jahr kannst du komplett abreißen. Auch vergessen. Also bitte nicht an den verkehrten Enden sparen. Es bringt nämlich gar nichts, gar nichts. Ihr schmeißt euer Geld einfach weg und da könnt ihr gleich in Deutschland bleiben. In der Schweiz, oder auch in Österreich oder auch wo immer ihr seid. Okay. Also was euch übrig bleibt, natürlich hierher kommen, vielleicht ein Haus mieten, vielleicht erstmal Grundstück kaufen, um eine Grundlage zu haben. Die Grundstückspreise steigen nämlich jedes Jahr, praktisch jeden Monat, steigend. Also vielleicht Grundstück kaufen, kleineres Grundstück, das Geld zusammensparen, wodurch durch Arbeiten. Also wie gesagt, man kann es natürlich online arbeiten, das weiß keiner, also weiß keiner, was jeder letztendlich. Aber nicht jeder kann es online arbeiten und so einfach ist es wiederum ja auch nicht. Aber die normalen Arbeiter, also sage ich mal Handwerksbetriebe, die funktionieren hier hervorragend. Also Leute, wenn ihr Handwerker seid, also wirklich gute Handwerker und könnt eine gute, qualitativ gute Arbeit leisten, zu vernünftigen Preisen, da seid ihr hier in Paraguay wirklich herzlich willkommen. Ihr könnt wirklich eine tolle Leistung anbieten. Die Leistung, die qualitativ hochwertige Leistung, ist natürlich sehr gefragt in Paraguay. Glaub mir. Also Leute, die wirklich im Kopf was haben und auch in den Händen, sage ich mal, in den Muskeln, aber vor allem im Kopf und können die Arbeit gut ausführen. Warum kommt ihr nicht hier und probiert euer Glück? Ist nicht nur Glück, nicht nur Reden, nicht nur Reden. Also bringt ja nichts. Ne? Ist nicht so viel Müll. Kommt einfach rüber, schaut euch das Land an und trifft eure Entscheidungen. Und kommt nicht für 1, 2, 3, 4 Tage nach Paraguay, weil da seht ihr gar nicht. Kommt, sage ich mal, mindestens für 2, 3, 4 Wochen. Schaut euch das Land und Leute an und trifft eure Entscheidung. Also, kurze Zusammenfassung. Bis 50.000 Euro, falls ihr Cash habt, ist es schon möglich, nach Paraguay auszuwandern. Es ist nicht leicht, aber es ist machbar. Ja, also diejenigen, praktisch für mich ist es wichtig, dass diejenigen von euch, wo auch der Wille vorhanden ist. Ja? Also man kann es nicht auswandern und direkt annehmen, dass es nicht funktioniert. Nein. Aber meiner Ansicht nach,
Nehmt das Ganze in eure Hände, in eure eigenen Hände. Lasst euch nicht veräppeln von irgendwelchen Leuten, die euch irgendwelche Fake-Grundstücke anbieten, die gar keinen Titel haben, keinen Eigentumsnachweis. Und lasst euch einfach nicht veräppeln, weil das einfach nicht bringt. Ja, wir haben Transparenz. Wir sind mit meiner Frau hier 16 Jahre in Paraguay. Uns geht es gut. Wir beschweren uns nicht. Wir sind immer erreichbar und wir sind immer da. Und vor allem, wir arbeiten. Oh, jetzt ist die Beleuchtung ein bisschen schlechter. Wir arbeiten in unserem eigenen Namen. Ja, also keine Aktiengesellschaft, die heute da ist und morgen vielleicht schon mal verschwindet. Und mit den Firmen verschwindet auch das Geld. Es ist schon x-mal vorgekommen, also glaub mir. Ich gucke mal so, jetzt sieht das ein bisschen besser aus, glaube ich, von der Beleuchtung hier. Okay, also ihr seht Paraguay live, also wir drehen nicht, ich mag es nicht, irgendwie die Beleuchtung nochmal 20 Mal zu korrigieren. Also man funktioniert, es geht so. So ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Okay, so. Also, denkt immer drüber, kommt meine Telefonnummer. Weitere Links habt ihr immer, wie immer, auf der linken Seite, inklusive E-Mail, inklusive Telefonnummer, falls ihr Fragen habt. Einfach mal anrufen, am besten unten bitte die Kommentare nutzen und die Fragen stellen. Okay, also nicht vergessen, Likes nach oben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Macht's gut in diesem Sinne, aus dem schönen Paraguay, mit den schönen Palmen. Okay, mach's gut.